Die kann ich gar nicht rechts anklicken. Abbrechen, nein. Zubehör. Nein, Sparknagel behalte ich. Diese Sigill kann ich verkaufen, weil ich sie bereits kenne. So, dann gucken wir mal hier. Handschuhe des Momentum, die könnte ich verbessern. Eiserne Handschuhe können weg. Eisenschreiter Rüstung, nicht unbedingt. Hordenstiefel brauchen wir auch nicht unbedingt mehr. Leichte Lederhandschuhe in grün und ungebrochenen. Ah, ich verkaufe mal diese grüne Bronzerüstung einfach mal. Wir finden definitiv noch was Besseres. Eisenschuhe können auch weg. Eiserner Kürass kann auch mal weg. Das klingt böse. Das sind alles Handschuhe der Ungebrochenen und das sind die Lederhandschuhe des Plünderers. Die können weg. Leichte Lederhandschuhe behalte ich sicherheitshalber mal. Plünderer Lederstiefel können auch mal weg. Davon habe ich bereits eine übrig, kann die auch weg. Und Handschuhe der Ungebrochenen kann auch mal eine weg. Dann haben wir hier Handschuhe, Stiefel, eine Rüstung und sogar eine schwere bronzene Rüstung noch. Ach ja, und die eiserne Brustplatte, die kann auch weg. Waffenmäßig. Der Eisendolch ist einfach nur was zum Verkaufen. Genauso wie das Schild, was wir hier doppelt haben. Und die Großachse des unbeugsamen Landes. Ein Großbogen. Stufenvoll Großbogen. 18 bis 20, 18 bis 20. Na, geht der Stufenvoll Großbogen mal weg. Himmelsklinge Wurfspeer. Brauchen wir den blauen nicht mehr. Eiserner Wurfspeer kann auch der blaue weg. Bronzene Wurf durch bronzene Großachse, also Zweihandachse, kann weg. Weinende Wunde klingt böse. Ruhm behalten wir auch. Da ist noch ein blauer Himmelsklingewurfspeer. Geschmähten Eisenspeer. Hm. Ruf des Titan, eiserner Wurfspeer. Suchender will ich auch behalten. Okay, das war's eigentlich schon. So. Damit haben wir Ringe. Ich hatte aber schon irgendwie die Vermutung, dass was mit Ashs Tochter ist, was noch einen Haken haben dürfte. Oh. Bezüglich der Türme. Grüße, Benoit. Du hast recht, auf ganz Theatus befinden sich Türme. Die genaue Verteilung dieser Monumente ist das Thema vieler verschiedener Debatten und Spekulationen. Aber zwei Fakten treffen anscheinend auf Halle zu. Die meisten Türme stehen in der Nähe von Altmauern. Der Turm des Berges ist die Ausnahme von der Regel. Und fast jeder Kultur, die bereits vor Kyros existierte, ranken sich lokale Geschichten um die Erbauer dieser Türme. Ich glaube, das Stufenvolk macht die älteren Königreiche für den Bau der Türme und Altmauern verantwortlich. Aber niemand weiß es mit Sicherheit. Und natürlich wird die Herkunft der Türme dort, wo Kyros die wahre Kultur gebracht hat, in guter Gesellschaft nicht angesprochen. Das Folgende solltest du wissen. Erstens, die Türme sind arkane Magnete. Ein konstantes Feld von magischer Energie umgibt einen Turm. Einen Turm. Wenn du dir ein magisches Meer vorstellst, das über unserer Welt ruht, scheint es so, als würden die Türme diese Magie verwirbeln und aufwühlen und somit bewirken, dass sich ein Zauber, der selbst mit bescheidenem Aufwand gewirkt wurde, mit enormer Auswirkung materialisiert. Zweitens, und meiner Meinung nach ist das sehr aufschlussreich, Kyros hat Gesetze, die das Betreten der Altmauern verbieten, aber keine die Türme betreffenden Gesetze. Daraus könnte geschlossen werden, dass Kyros kein Problem damit hat, wenn der Pöbel mit den Türmen herumspielt und es aber vor den Altmauern beschützen will.
Oder man könnte wie der Oberherr denken und wissen, dass ein Gesetz gegen etwas bewirkt, dass der Gegenstand umso begehrter wird. Also finde ich es vielsagend, dass Kyros die Korridore verbietet, die zu den Türmen führen, aber keine Zielscheibe auf die Türme selbst malt. Und als letzter, dennoch nicht unwichtiger Punkt. Als junge Schicksalsbinderin musste ich einst einen Fall betreuen, wo ein Mann einen Schrein für Kyros am Fuß des Turms im fernen Südosten baute. Ich konnte nichts Unrichtiges oder Verleumderisches dabei erkennen. Sein Schreiben war das ehrfürchtigste und liebevollste Tribut, das ich je gesehen habe. An einem gewissen Punkt behauptete er jedoch, er hätte Beweise, dass Kyros damals in negativ 50 hier war. Kaum hatte er diese Worte in den Mund genommen, als ihn mein vorgesetzter Schicksalsbinder auch schon an Ort und Stelle mit der Axt niederstreckte. Da ich das neue Mädchen am Gericht war, sagte ich nichts, aber ich habe mich oft gefragt, warum so eine Bemerkung den Ton verdiente anstelle des traditionellen Entfernens der Zunge. Schreiben für Kyros. Er hätte Beweise, dass Kyros damals in negativ 50 hier war. Negativ 50? Okay. Dann fragen wir noch nach den Edikten. Liebe Myrtis, danke, dass du mich anhörst. Ich habe mir Fragen, als ich Tinte habe, aber lass uns mit Kyros Edikten beginnen. Ich habe unter ihnen gelebt und sie verkündet und beendet. Abschicken. Das kennen wir ja bereits, den Text. Ihr wartet alle draußen. Will do. Wenn, dann muss ich das mit Ash allein reden. Ash blickt in die Leere und reibt sich mit beiden Händen den Bart. Die reflexartige Bewegung scheint ihm Trost zu spenden, auch wenn die Geste derart rabiat ist, dass sie dir ungesund erscheint. Archont. Er blinzelt und blickt zu dir, als würde er dich plötzlich wiederkennen. Ash räuspert sich und nimmt eine gefasste, selbstbewusste Haltung ein. Schicksalsbinder. Ich hoffe, du bringst gute Kunde. Es ist zwar unsere Heimat in den Stufen, doch mein Herz sehnt sich nach dem Norden. Er setzt ein breites Lächeln auf, doch seine Augen sind voller Sorge. Ihr wirktet eben etwas abwesend. Der Krieg beschäftigt mich. Ich kann mich nicht genug um die Sicherheit meiner Soldaten sorgen. Jede Außenposte, jede Einheit ist eine Kohorte aus Töchtern und Söhnen, die ich am liebsten sofort nach Hause schicken würde. Er seufzt. Ihr saht aus, als hättet ihr Schmerzen. Er öffnet den Mund, um zu widersprechen, schließlich auch wieder mustert dich. Und warum sollte ich keine Schmerzen haben? Ich bin Vater und General. Diese Armee ist meine Familie. Und diejenigen, die einst diese Lande besetzt hielten, wollen uns großen Schaden zufügen. Sorge nicht um mich. Denk an die Legion und beschütze sie, wo du nur kannst. Wenn dir das gelingt, dienst du mir ganz hervorragend. Sag mir, was du brauchst, Schicksalsbinder. Lass uns über Amelia reden. Meine Amelia, was hast du in Erfahrung gebracht? Ich spüre, dass sie noch lebt, aber sonst nichts. Sag mir, was du weißt, bevor mich meine Vorahnung noch in den Wahnsinn treibt. Sprich heraus, Schicksalsbinder. Sie hatte eine Tochter mit Strelos, dem Jüngeren, dem Sohn des ersten Regenten. Sie überbrückte die Kluft zwischen Nord und Süd, indem sie einen Erben gebar. Sie gab dem Aufruhr durch das Gebären der nächsten Regentin des unbeugsamen Landes. Nehmen wir das Mittlere. Ich, wovon sprichst du das, Schicksalsbinder? Meine Amelia ist viel zu nobel, um mit so einem Südhalunken ins Bett zu steigen. Ganz zu schweigen davon, bereitwillig seinen schmutzigen Nachwuchs auszutragen. Nein, das ist eine Art Lügenmärchen, ein Witz auf meine Kosten. Leider ist das nicht so. Ich kann nicht. Ash kneift die Augen zusammen und schüttelt heftig den Kopf. Nein, nein, nein. Allein die Idee widert mich über alle Maßen an. Und du, Schicksalsbinder, errückt dir mit wahnsinnigen Augen zu Leibe. Wenn du Verleumdung und Gräuel dieses fortbringst, so werde ich tun und nahelegen, dir deinen Kopf von deinem gerechten Hals zu schlagen. Hast du mich verstanden? Er brüllt mit stolzer Kraft, dass Speichel seinen Bart befeuchtet und sich die Korten auf die Übelpacks zum peitschen Blicken zu euch umdrehen. Ash unterbricht sich und behält seine starre Körperhaltung bei. Während des langen Schweigens bist du dir nicht sicher, ob er dir seinen Streitkolben in weitem Bogen auf den Kopf schlagen will oder aber durch die Spannung, die er zu unterdrücken versucht, explodieren wird. Eine geschwollene Ader zeigt sich auf ihr Schädeldach und verschwindet wieder, als er seine Atmung unter Kontrolle bringt. Ich werde mich einfach zurückziehen und dir das überlassen. Kümmere dich nicht um mich. Sprich nicht weiter diese Lügen. Ich lasse nicht zu, dass
die Luft von Erne esse und die Ohren meiner Landsleute vergiften. Du bist ein Name, du glaubst, ich würde auf eine solche offensichtliche List hereinfallen. Er spickt dich unsicher an, seine Augen suchen nach Wahrheit oder Täuschung. Ihr Kind steht im Mittelpunkt von Kyros Edictus, muss einen Weg geben, ihnen zu helfen. Er begegnet deinen Blick ruhig und konzentriert. Ash atmet tief durch die Nase ein und füllt sich die Lungen, bis sich seine Brust stark ausgedehnt hat. Als er wieder ausatmet, wirkt er ernüchtert und resigniert. Dann scherzt du nicht. Ich fasse es nicht, dass meine Tochter in der Lage wäre, meiner Legion solch eine Grausamkeit anzutun, geschweige denn ihrer Familie. Wenn du stimmst, was du sagst, hat sie Schande über diese Legion gebracht und meine Erbfolge im Zuge einer großen Fehleinschätzung erniedrigt. Nein, Gnade steht für sie außer Frage. Töte das Kind, wenn dieses Edikt dadurch beendet wird. Meinetwegen kannst du es in jedem Fall töten. Meine Tochter Amelia starb im zweiten Jahr der Eroberung. Das jedenfalls werde ich mir selbst sagen, Schicksalsbinder. Auch wenn ich es vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen schreien muss. Ich werde Klagerituale abhalten, bis ich es durchstehe, denn der Tod ist nichts im Vergleich zu der Alternative, die du mir da wie Gift ins Gesicht schleuderst. Sein Gesicht errötet. Sein Gesicht rötet sich, als er dich mit offener Abneigung betrachtet. Sollten wir nicht wenigstens die Möglichkeit einer alternativen Lösung erwägen? Wir sind derselben Meinung, aber so wie jetzt habe ich den Archon noch nie erlebt. Schicksalsbinder, sieh dich vor. Nein, er schlägt seine zitternden Fäuste zusammen. Ich bin der Archon des Krieges und alles, was ich liebe, ist von diesem hirnlosen, herzlosen Ding verschlungen worden, das ich für uns alle repräsentieren muss. Ashlyn, Priam, Brennix, Amelia, sie alle sind mir verloren. Meine Familie besteht jetzt nur noch aus den Soldaten meiner Jungen. Er schaut zum Übungsgelände herum. Ich liebe sie, Schicksalsbinder. Jeder Einzelne ist mir kostbarer als Ringe. Aber selbst ich muss einsehen, wenn sie gefallen sind. Für mich ist Amelia so tot wie all die Angehörigen des Stufenvolks, die wir hinter uns zurückgelassen haben. Das akzeptiere ich nicht. Jedenfalls solange ich Amelia noch retten kann. Eine Sache, die so fehlgeleitet wie hoffnungslos ist. Selbst wenn Amelia und das uneheliche Kind nach ihrer Esse zurückgebracht würden, wären sie in meinen Augen Fremde, noch schlimmer Verräter. Das mag ja so sein, aber wenn man sie zur Lebensweise des Nordens zurückbringen könnte, wäre das kein Sieg? Wenn du unbedingt nach Antworten suchen musst, so wirst du das gesamte Wissen der Stufen in der brennenden Bibliothek finden. Während du dort bist, könntest du auch gleich noch etwas für mich erledigen. Vernichte die Kämpfer des Schalachhohen Chors, die auf diesem brennenden Ruin sitzen, und zerstöre die Bibliothek gemäß Kyros Willen. Ganz unten in den Gewölben der Bibliothek soll sich eine Quelle arkanen Wissens befinden, das Archiv der Stille. Es muss vernichtet werden, um Kyros Willen zu befriedigen. Bring nicht mehr in Verfahrung, als du zum Erfüllen deiner Aufgabe im Klinggrab benötigst. Das ist mein Kompromiss dafür, dass ich deinen wahnsinnigen Ehrgeiz unterhalte. Die Beanspruchung des arkanen Wissens der brennenden Bibliothek für dich selbst würde Kyros Gesetz brechen, was dir zweifelsohne bewusst ist. Ich werde meine Bemühungen auf das Klinggrab konzentrieren. Tue, was nötig ist, um dieses wilde Land zu zähmen. Die Einzelheiten überlasse ich dir. Leb wohl. Wie viel Zorn habe ich jetzt bei Ash? Autsch! Aber aus meinen Augen war das immer noch das Richtige. Irgendwas muss man ja tun können. Und wenn ich mir dadurch den Zorn eines Freundes zuziehe, irgendwann wird ihm das auch vergehen, hoffe ich mal. Manchmal muss man wissen, die Freunde eben, was besser für einen ist, als man selber, vor allem in so einem hohen Alter. So, das heißt, jetzt geht es erst einmal. Ja, machen wir mal einen Umweg zu unserem Oh, cool, ich habe jetzt Portfähigkeit. Das ist ja aber praktisch. Und auch gut zu wissen, dass ich mich jetzt jederzeit zwischen den Türmen hin und her porten kann.